Ja, also das, was 2020 nun überdominierend bestimmt war, das nenne ich jetzt nicht beim Namen, wir wissen das alle. Das Spannende aus meiner Sicht ist, dass es eine geniale Beobachtungsmöglichkeit ist, zu sehen, wie Informationsfelder wie Meme funktionieren, wie Propaganda funktioniert, wie Angstmuster funktionieren, wie Bewusstseinssteuerung funktioniert. Und das große Problem ist zu wissen, was wirklich wahr ist. Und was wirklich wahr ist, ist die große Herausforderung. Und das Tolle ist, es in dem Bewusstsein, dass Meme und die intelligenten Felder gewinnen. In diesem Bewusstsein können wir 2021 in Abano genau das nutzen und Informationsfelder wandeln oder neu induzieren, die einfach andere Möglichkeiten der Realitätsgestaltung eröffnen. Und das ist einfach wunderbar. Und genau das ist das wunderbare Phänomen auch, was mich bei Abano immer begeistert. Es ist ein Space für Bewusstseinswandel. Und zu wissen, dass in dem Wissen, dass das Feld gewinnt, ja, können wir uns einiges wagen. Und das Feld gewinnt. Das ist so wahr, wie ich Kaffee liebe.